Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Horse Reality. Hallo, ihr Lieben. Wir fangen mit der Riding School an. Da haben wir mittlerweile 181 Klicks bei Feedful Doe. Dann haben wir ein neues Fohlen bekommen von unserer Mariella und das habe ich gerade schon rausgesucht. So, das müssen wir erstmal alles checken hier. Ja, würdest du bitte? Ja, das kommt immer mal wieder. Es hängt mal wieder. Dann machen wir erstmal das. So. Aha, jetzt hat sich das auch regeneriert. Prima. So, dann möchte ich euch gerne eine wichtige Mitteilung mitteilen. Ha, ja. Und zwar über dieses Update hier. Und da habe ich letzte Woche ja von geredet. Ne, das ist hier also nichts Neues. Freundliche Erinnerung. That will be down between 9 a.m. and 6 p.m. Wie gesagt, 9 Uhr morgens bis 18 Uhr abends am Donnerstag, den 26. September. Genau, ein Tag eher. Sie hatten es ja erst für den 27. angemeldet. Das steht hier. Und jetzt machen sie es am 26. Das ist auch fein. We're going to be going ahead with the server change to our new home as well as the currency exchange update. Genau, weil die auch irgendwie die Server wechseln und sowas alles. Und ja, das machen sie dann wohl gleichzeitig. Wie gesagt, am Donnerstag zwischen 9 und 18 Uhr abends keine Möglichkeit, Horse Reality zu spielen. Vielleicht in, ja, ganz spartanisch nur. Oder komplett halt gar nicht. Also ich gehe davon eher aus, am Donnerstag keine Möglichkeit. Das haben wir alles. Wie gesagt, Dings haben wir geholt in der Riding School, unser Geld. Jetzt will ich mal eben gucken, was wir. Genau, Mariella hat einen Fohlen zur Welt gebracht. Signorita Julia bekommt einen Hengst. Und Seven Wonder bekommt ein Stutfohlen. Okay, aber das dauert ja jetzt noch ein kleines bisschen. Dann, ja, eigentlich bald sehr traurig. Carino, der ist mittlerweile 24 Jahre und 9 Monate alt. Der wird nicht mehr allzu lange bei uns bleiben. Und ich bin da sehr traurig, weil das wirklich ein sehr guter Hengst ist. Ja, aber er ist halt nicht mehr lange bei uns. Ja. Er geht halt bald, ne? Der verlässt uns bald, und da bin ich wirklich sehr, 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 sehr traurig drüber. Aber er ist dreimal Day-Champion, auch viermal mittlerweile. Viermal Day-Champion und das tut mir wirklich in der Seele weh. Es tut mir wirklich echt in der Seele weh, weil er wirklich ein wirklich guter Hengst, ja, gewesen ist. Noch ist er ja da, aber. Wie gesagt, viermal Day Champion. Verkaufen lohnt sich halt nicht, weil den kauft halt keiner mehr. Ne? Der ist also. Naja, was will man machen? So ist es nun mal. So, jetzt will ich aber nicht so viel davon quatschen. Da habe ich ein Nachkommen von Carino. Ich habe mehrere. Wie viele hat er eigentlich überhaupt? Ich weiß das gar nicht. Es sind schon ein paar, ne? Es sind schon ein paar geworden. Aber das ist. Erstmal das letzte Fohlen von ihm. Und zwar ist es Carinos Prime. Ja, der hat drei Very Good 671er. Die ist nicht so toll. Finde ich nicht so prickelnd. Ich hätte ihn gern so bei knapp 700 gehabt. Aber okay, man kann nicht alles haben. Ja, das ist halt der Nachkomme oder ein weiterer Nachkomme von Carino. Und ich bin halt sehr traurig. Aber okay. Wir werden mal schauen, was der kleine Mann so vollbringt. Zweimal Second Premium hat er. Er sollte eigentlich auch First Premium bekommen. Das schaffen wir bestimmt ganz locker, würde ich mal behaupten. Ich werde ihn mal kurz versorgen. Dann können wir die Fohlen vielleicht gleich nochmal in die Konfi schicken. So, genau, dann haben wir den fertig. Dann haben wir Fluffy bekommen. Fluffy ist ein knappstrufer Hengstfohli und
leider nur 12 very, 12 very, 12 very good wäre voll cool. Nee, 12 gut. Hat auch nur ein GP von 6,82, ist aber nicht so schlecht. Er hat jetzt wahrscheinlich nicht wirklich irgendwas Dolles. Er wird wahrscheinlich auch kein First Premium bekommen. Aber ja, ist okay. Ah, Second Premium hat er bisher. Ist auch erst einmal rein. Da müssen wir mal gucken. So, dann haben wir Hearts Amber. Auch vor ein paar Tagen zur Welt gekommen. Auch ein Second Premium, obwohl sie zwei Very Good hat. Aber das ist nicht schlimm, wie gesagt. Das kann alles noch werden. Ich werde sie nochmal in die Confi schicken. Ich hoffe, ich vergesse das gleich nicht. So, dann haben wir Prince Charming. Der ist gestern zur Welt gekommen. Und ja, auch ein ganz hübscher. Kommt ziemlich nach seiner Mama. Den werden wir dann gleich auch in die Confi schicken. Ja, würdest du bitte reagieren? Hallo, vielen herzlichen Dank. So, Start Base Training. Oh, das habe ich gestern total vergessen schon zu machen. Hupsili. Okay. Ja, zwei Very Good, zehn Good. Leopard hat er doppelt. Patton hat er doppelt. Also, das gibt er definitiv immer weiter. Und er ist eigentlich ein ganz hübscher. Von daher, er bleibt auch erstmal bei uns. Dann haben wir Serenade Lottie bekommen, weil Lottie ist ihre Mama. Und Serenade ist irgendwie im Papa, glaube ich, drin. Oder? Ja, genau, Robotic Serenade. Ich habe sie jetzt halt Serenade Lottie genannt. Und jo, wollen wir auch mal gucken, ob die kleine Maus irgendwie an irgendwas noch rankommt, ne? Achievements, wir gucken mal eben. Ein Second Premium mit 76. Sie hat viermal Very Good. Leider ein Average wieder hier. Das ist, ja, das ist echt traurig bei den Oldenburgern. Da bin ich auch ein bisschen, ja, ist doof. Irgendwie. So, okay. Dann haben wir Becky in Trouble noch bekommen. Vier Very Good, ja, vier Very Good, acht Good, 546er GP. Ist heute alles wieder ein bisschen langsam hier irgendwie, warum auch immer. Na komm her. So. So, dann machen wir das. Habe ich sie schon mal? Ich hatte sie, glaube ich, schon mal reingeschickt. Nee, habe ich noch nicht. Das war viel Very Good. Mal gucken, was die kleine Maus bringt. So, dieses mega hübsche Stutfohlen ist heute ganz frisch zur Welt gekommen. Die Mami ist die Mariella. Der Papa ist dieser hübsche Hengst, Northern Light. Ist echt ein Träumchen von einem Hengsti. Und ja, sie sieht also prima aus. Ich würde sagen, sie hat wahrscheinlich mehr von ihrem Papa als von ihrer Mama mitbekommen. Ja, sie ist auf jeden Fall eine ganz süße. Und ich würde sagen, wir gucken dann gleich mal. Wir werden sie jetzt mal ein bisschen fertig machen. Dann seht ihr auch mal was anderes als immer nur Fohlen vorstellen. So, kleine Maus. Wie nennen wir dich denn? Northern Light wäre natürlich schon echt hübsch, aber ich kann sie ja jetzt nicht. Shire-Stute. So, das ist jetzt wieder irgendwie so. Überlegen. Sie soll ja auch einen hübschen Namen kriegen, aber mir fällt jetzt gerade gar keiner ein. Okay, ich habe mir jetzt einen Namen überlegt und zwar wird sie heißen North Star Lightning. Keine Ahnung, der ist mir gerade so spontan wirklich eingefallen. Ich finde ihn eigentlich ganz süß für sie. Und dann gucken wir mal, was die kleine Maus. Ja, Driving natürlich ist dann Shire. Was soll da auch anderes bei rauskommen eigentlich? Habe ich noch was anderes an Driving? Yes. Also, sie kriegt einmal das bessere North Star Lightning. Ich finde den Namen super eigentlich. Wie findet ihr den Namen? Schreibt es mir mal in die Kommentare, ob ihr zu meiner... Hallo? Bitte? Okay. Ich... Aha, irgendwie wollte es gerade nicht funktionieren. Sehr komisch. So,
North Star Lightning. Also entweder liegt es an meinem Rechner mal wieder, der heute nicht so will, wie er soll. Die hat ja sowieso generell ein paar Probleme, aber das soll jetzt hier kein Thema sein. Wir machen hier trotzdem weiter. Davon habe ich eins, das werde ich hier mal draufpacken. North Star Lightning, da ist sie, die kleine Maus. So, dann... Ja, was ist denn heute los, verdammt nochmal? Na komm. So. Ja, okay. Sie hat leider nur zwei Very Good. Das ist traurig, weil der Papa hat nämlich sechs. Die Mama hat schon zwei. Also mindestens drei hätte ich mir da erwartet, ehrlich gesagt. Sie hat nur zwei Very Good mitbekommen, die Kleine. No. Ja, das ist jetzt echt traurig, muss ich sagen. Also da habe ich mindestens drei Very Goods erwartet. Was hat sie denn für ein 543er GP? Das ist ja auch unterirdisch für einen Shire. Wow, schade. Ach Mann, ey, das nervt gerade. Mich nervt heute so vieles, aber ist egal. Das muss auch mal sein. So, okay, dann, ja, ich weiß, ab hier muss ich eigentlich nicht, aber ich möchte das so. Ich mag das halt nicht, wenn da drei Sachen oder etliche Sachen nicht getestet sind. Okay, sie hat zwei kleine A. Sie hat natürlich ein Brown Gen. Dann ist sie ein Cream und das war's dann auch bei ihr. So. Mehr kann sie nicht haben, weil Shire ist ja halt, ne, da passiert ja nichts mehr. Also ab hier ist eigentlich, es reicht eigentlich die oberen vier zu testen, aber naja gut. 5,43, ah, das ist so traurig. Ach Mann, armes Mäuschen, ey. Aber du bleibst erstmal, du wirst bestimmt hübsche Fohlen zur Welt bringen. Zwei, drei Fohlen werde ich ihr antun und dann werde ich sie wohl in den Verkauf schicken. Dann ist sie ja auch schon bisschen älter und dann klappt das auch alles. Okay, so, was habe ich noch? Für Mariella würde ich gerne noch ein Hengstchen suchen. Ich möchte sie jetzt nicht nochmal mit Northern Light von Northern Light decken lassen. Was haben wir denn? Lord Duke? Ich habe immer die dunklen, obwohl er natürlich auch recht gut ist, ne? Vom Dings her. Stranger Thing hat leider dieses Average, was mich total nervt. Aber ich möchte diese Averages nicht drin haben. Also mein Rechner überlegt gerade noch, ob er mitarbeiten soll oder nicht. Also wahrscheinlich tut das gerade eher nicht. Backstreet Boy, nein. Also Lord Duke ist eigentlich der beste Hengst momentan. Ich werde sie aber mal von ihm decken lassen. Es kommt halt nichts Besonderes bei raus, ne? Egal, wir schauen mal. Ansonsten werde ich sie nochmal mit einem Fuchs decken lassen. Und dann, ja, gucken wir mal. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Konfis. Das mache ich mal zu. So, bei den Achaltekinern hatte ich da jetzt noch? Doch, genau. Oh, Carinus Prime hatten wir ja, richtig. Da schauen wir mal. Ja, schade. Ich befürchte leider, dass er kein First Premium bekommen wird, beziehungsweise kein Star Predicate. Das ist echt traurig. Knappstrupper hatten wir ja auch. Da muss ich mal gucken. Es ist nämlich immer vorteilhaft, wenn ich dahinter neu hinschreibe. So, mal eben schauen. Prince Charming, 81, das ist nicht viel. Die anderen beiden, ja, schade. Ja, es ist echt, es tut schon ein bisschen weh, ehrlich gesagt. So, dann hatten wir jetzt noch Oldenburger hatten wir, glaube ich, auch noch, ne? Ja, Serenade Lottie, genau. Da gucken wir auch noch mal eben.
sie irgendwas bekommen tut? Nein. Oh, war ja weit abgeschlagen. Okay. Dann Shire noch. So, was haben wir hier denn Interessantes? Genau, Becky in Trouble. Oh, North Star Lightning. Die darf ich nicht vergessen, die kleine Maus. Aber da wird nicht viel bei rauskommen bei ihr. Doch, beide. North Star Lightning ganz knapp. Ganz knapp. Okay, ist egal. Aber sie haben ihr erstes First Premium erhalten. Das ist doch alles völlig in Ordnung. Bin ich sehr zufrieden mit. Fein. So, dann ja, gibt es eigentlich nichts Weltbewegendes. Das sind die momentanen Pferdchen, die ich verkaufe. Da werden aber noch einige dazukommen, weil ich muss bei den Shiren, muss ich dringend ausmisten, wie ihr seht. Das ist mir alles viel zu viel. Auch bei den Oldenburgern muss ich ausmisten. Die Hengste bleiben soweit, obwohl Complicated würde ich eventuell verkaufen. Weil der auch wieder ausschimmeln wird und wir haben ja einen guten Schimmel. Also das ist, ja, und er ist mit einem Very Good halt nicht der allerbeste und mit 649er GP eigentlich auch nicht. Leider hat Mission Impossible auch nur 640 GP, aber ja, er ist halt, ne, so von den Werten her besser. Deswegen denke ich mal, dass Complicated mich verlassen wird. Leider, aber ich muss wirklich ausmisten hier. Alaya ist groß geworden, die werde ich mal decken lassen. Da werde ich mir noch einen Hengst aussuchen. Unicorn, ich muss gerade mal gucken. Ich habe nur zwei Stuten mit zwei Very Goods. Ich muss mir auch das GP angucken. Also wie gesagt, entweder von denen verlässt mich jetzt erstmal keine. Ich brauche unbedingt Knappstrupper. Hengste, da ist Merci Senior gestern erwachsen geworden. Den habe ich auch schon zum Decken eingestellt. Der ist auch gar nicht mal so schlecht. Hat leider nur ein GP von 6,95, aber das ist nicht schlimm. Ja, bei den Achaltekinern, da wird mich Primus Rose wahrscheinlich verlassen. Sobald sie ihr nächstes Fohlen zur Welt gebracht hat. Das dauert jetzt aber noch etliche Tage. Ansonsten, ja, ist Match Girl eigentlich die beste Stute im Stall. Und wie gesagt, Carino wird uns leider bald verlassen. Ungewollt. Und ansonsten, Under Control werde ich eventuell verkaufen. Aber das werdet ihr dann sehen. Also, falls ihr Interesse an den gerade genannten Pferden habt, dann meldet euch gerne, schreibt es in die Kommentare, schreibt mich im Spiel an. Ansonsten habe ich jetzt auch eigentlich nichts mehr. Ich wollte das Video nicht zu lange machen, aber ich befürchte, es ist schon wieder um die 20 Minuten. Ich kriege es eigentlich irgendwie nicht da drunter hin. Also, ich weiß auch nicht. Ich bin gerade am überlegen, habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir können hier nochmal in die Riding School, genau. Ja, dauert noch, bis wir bei 300 Klicks sind. Finanziell sieht es momentan so aus bei uns. Das habe ich, da habe ich ganz schön dran gearbeitet, dass wir da ein bisschen, ja, mal ein bisschen höher kommen hier. So, ich habe das jetzt auch nochmal reingegeben, damit wir auch ein bisschen hier Zinsen kriegen. Und ja. Okay, ihr Lieben, mehr habe ich jetzt eigentlich heute nicht. Ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da, ein Abo, aktiviert die Glocke, damit ihr hier nichts mehr verpasst auf dem Kanal. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Video haltet. Ich nehme auch gerne Vorschläge, Ideen an, was wir mal, also so generell spielen könnten, was ihr vielleicht gerne sehen wollt auf dem Kanal. Ja, meldet euch, schreibt es mir in die Kommentare. Ihr könnt euch auch gerne hier melden im Spiel, wie ihr möchtet. Ich würde mich freuen, auf jeden Fall von euch zu hören. Okay, ihr Lieben, macht's gut und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao!